Kanada. Schon in dem Wort schwingt ein bisschen Abenteuer mit und weite Ferne. Dabei kann man von Frankfurt nach Halifax schon in knapp 6 Stunden kommen. Gerade einmal über den großen Teich. Halifax liegt in Nova Scotia, eine der Atlantikprovinzen Kanadas. Wir waren oft mit der ganzen Familie hier und haben jeden Tag genossen. Mein Freund Rolf Baumann, der hier auf Cape Breton seit 30 Jahren seine Wahlheimat gefunden hat, holt mich heute vom Flughafen ab und lädt mich zu einer Fotoreise durch Cape Breton ein. Und er lässt durchblicken, dass es eine Überraschung für mich gibt. Als ich zum ersten Mal nach Nova Scotia kam, freute ich mich schon sehr auf Kanada. Die urwüchsige, weite Landschaft und die herrliche Natur, davon hatte ich schon viel gehört. Ich war tief beeindruckt von der unendlichen Freiheit und Weite, das gelassene Tempo des Lebens, die Freundlichkeit, mit der ich empfangen wurde. All das trug dazu bei, dass ich mich hier sofort wohl und frei gefühlt habe. Als erstes machten wir wieder einen Kanuausflug. Bei schönstem Wetter zeigte mir Rolf seine neuesten Landerschließungen. Dann schlug er vor, bei meinem Grundstück hier auf Cape Breton Island vorbeizufahren. Es liegt ja ganz in der Nähe. Ich traute meinen Augen kaum, als ich das Schild an der nagelneuen Straße sah. Da war sie, die Überraschung. Du bist hier 25 Meter über Wasserspiegel, 25 Meter, 20 Meter, 15 Meter. Das ist auch gutes Gefälle im Grundstück, was wichtig ist für Aussicht, aber auch damit Wasser abfließt. Und Rolf, wie heißt die Straße, auf der wir stehen? Michael Vaughn Drive, Michael Vaughn Drive. Sehr schön. Das war das schönste Geschenk für mich als Kanada-Fan. Die Straße an meinem Grundstück trägt meinen Namen. Die meisten Menschen hier in Kanada sind noch viel mehr mit dem wahren Leben verbunden. Wenn zum Beispiel ein Baum droht, über den Weg zu fallen, greift Rolf einfach selbst zur Kettensäge und beseitigt mal eben die Gefahr. Rolf hat als Holzfäller in Kanada angefangen, als er vor 30 Jahren hierher kam. Das Bäumchen hier ist für ihn keine Herausforderung und in wenigen Minuten aus dem Weg. Es ist hier auch gar nichts Ungewöhnliches, sein Holz selbst zu schneiden und für den Winter Feuerholz zu spalten. Das lernt man hier schon von Kindesbeinen an. Als ich Rolf kennenlernte, spürte ich gleich, das ist ein besonderer Mensch. Man hat sofort ein Gefühl dafür. Er ist einer von denen, die genau das sind, was sie tun, mit jeder Faser. Die das, was sie machen, die Stelle, an der sie im Leben stehen, auch wirklich wollen und lieben. Das macht ihren Erfolg aus und auch die Tiefe ihrer Persönlichkeit. In Kanada lässt man seine Freunde nicht im Stich. David, Rolfs Freund und einer der indianischen Künstler, hat es gerade noch geschafft,
mit rauchendem Motor bis zu Rolfs Indianerkulturzentrum zu kommen. Rolf lässt sich nicht zweimal bitten. Mit kaputten Autos kennt er sich wahrlich aus. Vor seiner Einwanderung war er in Deutschland Automechaniker. Rolf geht nicht nur in seiner Arbeit auf. Er liebt das Land, das er sich als seine Wahlheimat ausgesucht hat. Und er liebt und schätzt die Ureinwohner dieses wunderschönen Landes, die Indianer. Für ihn sind sie ein Teil der Schönheit Nova Scotias. Ihre Geschichte, ihre Ahnen, ihre Lebensweise und Kultur ist untrennbar eins mit den endlosen Wäldern, den kristallklaren Flüssen und Seen und den stolzen Tieren. Obwohl das Straßennetz Nova Scotias sehr gut ausgebaut ist, erfreut sich der kleine Sportflugplatz von Cape Breton großer Beliebtheit. Hier stehen oft Learjets und Wasserflugzeuge. Viele fliegen ein, um die berühmten Golfplätze an der Küste zu besuchen oder kommen aus New York, um hier ihre Ferien zu verbringen, Wassersport zu betreiben oder fischen zu gehen. Ja, Michael, dann geht's los. Dann geht's los, genau. Steigen wir mal ein. Wir haben ja wieder super Wetter. Immer 28 Grad plus. Ja. Kein Wind. So muss Sonne. Es sein. Und auch Rolf startet oft von hier aus, um neue Landerschließungsprojekte zu finden oder den Fortschritt der Bauarbeiten bei seinen Erschließungsprojekten zu überprüfen. Heute zeigt mir Rolf seine Heimat aus der Luft. Und so fliegen wir über die herrliche Landschaft um eine riesige Reiherkolonie und die Adlerneste bei meinem Grundstück von oben zu sehen. Dabei drehen wir noch eine Runde über Rolfs Anwesen und über den Fischteich neben seiner Hirschfarm, auf der er autark lebt. Dann geht es weiter und wir überfliegen das indianische Kulturzentrum, das Rolf gebaut hat. Broke again right on top, see that? Oh, yes, I see that. Friggin' I had it tied in the middle. And it still did that. Very good work. Um den beeindruckenden Kunstwerken der Indianer den richtigen Rahmen zu geben und sie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, hat Rolf dieses Kulturzentrum gebaut. In a different direction. When you do things, I see some of where you put these. Petroglyphs, they're just symbols. Es beherbergt nicht nur die größte Vorführung und Ausstellung indianischer Kunst und Kultur Ostkanadas. Hier arbeitet Rolf mit den Künstlern zusammen, führt Interviews mit indianischen Künstlern wie Fancy Peter Paul oder Darren Julian. I think a painting cloud having the same spirituality
smile, but also in terms of hunger. Hier durfte ich viel über das Leben und die Kultur der Indianer lernen. Zum Beispiel ist Sandra die letzte der Mi'kmaqs, die noch die Kunst der Stachelschweinborstenkörbchen beherrscht. Damit sie diese Handwerkskunst der jungen Generation weitergeben kann, schenkte Rolf ihr dieses Auto, mit dem sie nun von Reservat zu Reservat fährt. No one has ever done that for me, ever, ever. Dieser Häuptlingsraum dient als Beratungsraum für die Stammeshäuptlinge von Nova Scotia. Einige davon kennt Rolf persönlich. Ein besonderes Erlebnis war es für mich, den Künstler, Bildhauer und Musiker David Miracle kennenzulernen. Mit traditionell indianischen, aber auch ganz ausgefallenen Instrumenten kreiert er eine faszinierende, meditative Musik. Ich war sehr dankbar, David Miracles Musik hier direkt erleben zu können. Er war extra von Toronto hierher gekommen, um bei Rolfs Indianerinitiative Friends United mitzuwirken. Seine tiefe Zuneigung zur Natur teilt Rolf mit seinen indianischen Künstlerfreunden. Er versteht die Botschaften in ihren Bildern, ihrer Musik und ihre Verbundenheit mit den Tieren und der Natur. Im Gegensatz zu ihnen kann er keine Gemälde auf Leinwand malen. Aber er kann mit seiner Fotokamera wunderschöne Bilder einfangen. Das sind seine Liebeserklärungen an Cape Breton. Seit meiner Kindheit war ich sehr an Natur und Indianern interessiert.
Deshalb habe ich oft auf dem Bauernhof in Deutschland bei den Pferden mitgeholfen. Die Bücher von Karl May habe ich geradezu verschlungen. Meine Eltern haben mich darin damals sehr bestärkt. Kanada war für mich das Traumland mit unberührter Natur und Indianern. Auch deshalb bin ich ausgewandert. Bis heute ist Kanada das Land meiner Träume geblieben. Als ich hier ankam, hat sich bestätigt, was ich einst in meiner Kindheit gefühlt habe. Natur und Indianer sind eins. Das lebe ich hier und habe beides zu meinen Anliegen gemacht. Deshalb fotografiere ich auch so gern, um diese wunderbaren Augenblicke einzufangen und zu teilen. In diesem Sinne erziehe ich auch meine drei Kinder und nehme sie oft mit in den Nationalpark in die herrliche Natur und natürlich auch zu Indianertreffen. Wir sehen hinter uns den weltbekannten Cabbage Trail, eine ganz tolle Küstenstraße, die auch in vielen Reiseführern erwähnt ist. Ich bin sehr oft hier oben mit meinen Kindern zum Fotografieren und die Flora und Fauna hier oben in dieser Gegend sind unheimlich traumhaft. Viele Kanadier bezeichnen Cape Breton als das Masterpiece of Nova Scotia und einer der Hauptgründe dafür ist sicherlich auch der Cabbage Trail. Auch der Bardo Lake, unser großer See, der doppelt so groß ist wie der Bodensee, aber der Cabbage Trail selber ist eine Küstenstraße, die seinesgleichen wirklich sucht. Wir können hier 2 Tage durch die Gegend fahren. Es gibt hier ganz tolle Trails zum Spazieren, wo man viele Elche beobachten kann, viele Sandstrände sehen kann. Die Natur ist unbeschreiblich schön. Hier im Nationalpark Cape Breton Island fotografiert Rolf am liebsten die faszinierende wilde Tierwelt. Seit 30 Jahren hält er immer wieder neue, überraschende Motive und wunderschöne Momente mit der Kamera fest. Das bedeutet, immer schussbereit zu sein. Natürlich ist er nur mit dem Fotoapparat auf der Jagd. Aber auch zum Fotografieren muss man Spuren lesen können, ihnen folgen und sich geduldig an die Beute heranpirschen. Er mag ja ein bisschen harmlos gutmütig dreinschauen, der riesige Elch, aber man sollte ihn auch nicht ärgern. Moose, so nennt man hier die stattlichen Elche. Sie sind nicht besonders scheu, aber sie lassen sich auch nicht gerne auf den struppigen Pelz rücken. Und wenn sie merken, dass man es auf sie abgesehen hat, sind die majestätischen Tiere sehr flink im Dickicht verschwunden. Nun ist Rolf natürlich kein Anfänger. Und sein Objektiv sieht nicht nur respektgebietend aus, sondern es kann auch wirklich was. Mission Moose ist geglückt. Die Aufnahmen scheinen gelungen zu sein. An einen Elch kann man sich noch recht einfach heranschleichen. Bei einem Bären ist das so gut wie unmöglich. Ein indianisches Sprichwort besagt, dass der Adler alles sieht, der Wolf alles hört, aber der Bär alles riecht. Und in der Tat übertrifft der Bär mit seinem feinen Geruchssinn
einen Hund oder Wolf bei weitem. In Nova Scotia gibt es keine Grizzlybären, die gefährlich werden könnten. Hier leben die sehr scheuen, viel kleineren Schwarzbären, die schon Reis ausnehmen, wenn sie nur von Weitem einen Menschen wittern. Daher muss man sehr vorsichtig zu Werke gehen, um überhaupt einen zu Gesicht zu bekommen. Überflüssig zu bemerken, dass natürlich gerade das einen passionierten Tierfotografen reizt. Rolf hat sich hier im Wald einen Hochsitz gebaut, von dem aus er die scheuen Schwarzbären fotografiert. Damit sie ihm auch ziemlich sicher vor die Linse laufen, lockt er sie mit Leckerbissen an. Wer nun denkt, die furchtbaren Raubtiere stürzen sich auf große, blutige Fleischklumpen, wird staunen, worauf der kanadische Meister Pat so abfährt. Auf dem wackeligen, hohen Ansitz muss man stundenlang mucksmäuschenstill warten, bis die Bären sich endlich herantrauen und die verlockend duftenden Donuts ausbuddeln. Aber dann schlägt Rolfs Stunde. Jetzt kann er die scheuen Tiere ganz nah fotografieren. Und die Bären können sich derweil genüsslich ihren Winterspeck anfressen. Ich sitze ca. 15 Meter entfernt von dem Loch, wo wir die Donuts vergraben haben und noch andere Lebensmittel. Und ich kann natürlich die Bären extrem gut von hier aus fotografieren. Donuts sind natürlich eine seltene Köstlichkeit. Aber auch sonst naschen die vorsichtigen Waldbewohner gerne Süßes. Und das gibt es hier im Spätsommer in Hülle und Fülle. Bekannterweise fressen Schwarzbären Blaubeeren. Hier sind wir hier von mehreren Hektar Blaubeerplantagen umgeben, mitten im Wald. Und das macht es natürlich sehr einfach für mich, denn die Beeren sind dann immer sehr nah bei. Was hier auf dem ganzen Hügel wächst, das ist nicht nur süß, sondern im Gegensatz zu den Donuts auch gesund. Und er schmeckt nicht nur den Bären. Ganz nah vor Rolfs Haustür liegt sein Fischteich, in den eine Biberfamilie eingezogen ist. Besonders ängstlich ist er ja nicht, Papa Biber. Er lässt sich vom Klicken von Rolfs Kamera offenbar gar nicht stören. Schon früh am Morgen des nächsten Tages brechen wir auf, um die Reiherkolonie hier auf Cape Breton zu besuchen. Rolf hatte sie mir schon vom Flugzeug aus gezeigt. Mit einem Tierfotografen unterwegs zu sein, bringt einen an Orte, die man normalerweise nie finden würde. Schon von Weitem hört man den Lärm der Brutkolonie. So, Michael, hier sind wir mitten. Hier sind wir mitten in der Reiherkolonie. Wir haben ja um die 120 Reiher. Sehr leise sein. Wir nisten 120 Reiher über uns. Und ich habe hier vorne meinen Hochsitz gebaut vor einiger Zeit. Sehr provisorisch, weil ich erst so spät rausgefunden habe über diese Kolonie.
Und ich gehe gleich kurz rauf und werde ein bisschen weiter fotografieren. Ich habe die letzten Wochen hier extrem viel fotografiert. Bei 120 Reihern hast du morgens, die füttern zwischen 5 im Sommer und 10. Hast du Lärm, das ist unglaublich. Ja, und du, ja. Du bist ja im Frankfurter Flughafen, weil die also ständigen Flugverkehr. Unglaublich, ja, ganz ja. Toll. Ich bin halt seit 30 Jahren am Fotografieren in Cape Breton und ich habe noch nie gesehen, dass eine so große Reiherkolonie irgendwo da ist. Unter uns können wir natürlich überall verschiedene Eier sehen, die aus den Nestern rausgeschmissen wurden und eben auch Fische, denn nicht alle Fische werden gefressen, beziehungsweise manche fallen wirklich manchmal aus dem Nest raus und da kann man das sehen. Ich gebe es mal in Ruhe nach oben. Dann die Muttertiere kommen und einfach füttern, das ist unheimlich toll zu sehen. Die kommen ja rein gesegelt und dann ist natürlich großer Lärm da oben. Und natürlich wissen die Jungen nie genau, welches Muttertier das ist. Das heißt, 120 Jungen machen einen riesengroßen Lärm da oben. Und dann natürlich wird die Mutter immer zum Nest finden, zum richtigen, dann eben auch die Jungen füttern. Wie ist denn die Ausbeute? Super. Ich habe super Aufnahmen gekriegt da oben. Die haben die Jungen gefüttert. Und es sind ja zwei Nester nebeneinander. Das ist unheimlich toll geworden. Du kannst ganz gut sehen hier im Sucher. Schau mal. Wow. Wow. Da habe ich ihn noch. So. So. So, Fotosession gelungen. Alles klar. Jetzt geht es zu den Adlern raus. Hier ist jetzt also dein Beobachtungsposten. Genau, diesen Hochsitz habe ich gebaut vor einem Jahr. Ja. Wir haben den damals im Winter gebaut, im März und April, um alles beobachten zu können. Dieses Jahr haben die Adlerpaare wieder gebrütet und aus dem kleinen, flauschigen, grauen Adlerküken ist in weniger als 5 Monaten ein beachtlicher Vogel geworden, der bald Flügge sein wird und selber jagen kann. Im Hintergrund kann man die Straße erkennen, die wir gebaut haben letztes Jahr. Wir haben die Straße um ca. 20 Meter umverlegt, um das Nest retten zu können. Das war für uns sehr wichtig, hier möglichst wenig in die Natur einzugreifen. Und ich weiß, dass die Indianer mir sehr dankbar waren, dass wir beide Nester haben retten können. Es gab nämlich noch eine zweite Straße hier draußen, die auch dort hergelegt werden sollte, wo eigentlich ein Adlernest sich befunden hat.
Das faszinierendste Thema der Naturwelt Nova Scotias sind für Rolf die Weißkopfseeadler. Diese majestätischen Vögel sind geradezu ein Wahrzeichen für Neuschottland. Den Indianern gilt der beeindruckende Raubvogel mit dem irisierenden Blick als heilig. Sie nennen ihn Grandfather Eagle, Großvater Adler. Eine Adlerfeder als Freundschaftsgeschenk gilt den Indianern als große Ehre und Auszeichnung. Es bedeutet ungeheuer viel und Rolf gehört zu den wenigen, denen eine solche Ehre zuteil wurde. Jay Bell Redbird ist ein Indianer aus dem Stamm der Ojibwe, aus dem Adler-Clan. Hier malt er gerade an einem spirituellen Bild. Es symbolisiert Rolf und seine drei Kinder, die als Adler dargestellt sind. Rolf und Jay sind nicht nur Freunde, sie betrachten sich als Brüder. Die Ojibwe oder Chippewa waren einst einer der ganz großen Stämme Nordamerikas und Kanadas. Jay ist einer derjenigen, die mit Hilfe von Rolf die Kultur seines Volkes wieder beleben und fördern können. Diese gemeinsame Arbeit für die indianische Kultur und das Beschützen und Bewahren der einmaligen Natur hat die beiden Männer zu wirklichen Freunden gemacht. Und Redbird möchte Rolf als Zeichen seiner Freundschaft und seines Respekts seine eigene Adlerfeder schenken. Ein Wintermorgen. Es hat geschneit. Und die Wälder haben sich in eine Wintermärchenkulisse verwandelt. Während hier im Sommer der Tisch für die Adler an den fischreichen Seen üppig gedeckt ist, bedeutet der recht kurze Winter in Cape Breton dagegen für die stolzen Raubvögel eine magere Zeit. Eine gute Gelegenheit, die Adler mit leckeren Ködern vor die Linse zu locken. Natürlich muss man erst einmal erkunden, wo die Vögel sich zu welcher Tageszeit aufhalten. An einem der zugefrorenen Seen wollen Freunde von Rolf regelmäßig ein Weißkopf-Seeadlerpaar beobachtet haben. Da heißt es, gemeinsam eine Erkundungsfahrt zu starten. Ein willkommener Anlass für eine fröhliche, gemeinsame Ausflugstour durch die herrliche Winterlandschaft. Auf dem letzten Stück Weg müssen die Motorschlitten allerdings stehen gelassen werden, um die Vögel nicht zu verscheuchen. Die Erkundungsfahrt war erfolgreich. Am nächsten Tag und bei strahlendem Sonnenschein geht es nun zum Eisfischen an den See, an dem wir die Adler gesichtet haben. Mit Kameras, Stativen, Eimern, Angeln und einem Eisbohrer stapfen wir auf den zugefrorenen See. Denn wir wollen hier die Adler beim Beutegreifen filmen. Dann heißt es für Rolf erst einmal ein Loch zu bohren, um die kleinen Fischchen zu fangen, die hier in Ufernähe unter dem Eis herumflitzen. Wir wollen diese kleinen, Smelt genannten Tiere, als Beute für die Adler benutzen. Die Raubvögel sitzen in vorsichtiger Entfernung geduldig auf den Bäumen. Sie beobachten uns ganz genau. So, son, they are teaching you the hunting right and the fishing. Yeah. Are you learning anything? Yeah. I love you, kiddo. I love you too. I love you. I learned you don't know how to fish. Auch Rolfs Tochter ist von Kindheit an jedes Jahr beim Eisfischen dabei. Endlich beißen ein paar Fische an. Wir werfen sie hinaus auf die Eisfläche und bringen unsere Filmkameras in Position. Wir müssen geduldig sein, aber jede Sekunde aufmerksam bleiben. Jetzt heißt es warten. Die Adler sind hungrig, aber immer noch sehr vorsichtig. Wird einer herunterstoßen? Schaffen wir es, sie ins Bild zu bekommen? Von der gleißenden Eisfläche fangen die Augen an zu tränen und die Finger am Auslöser werden klamm. Der Adler kommt.
aber er ist so schnell, dass auf dem Film nicht viel zu erkennen ist. Wir warten wieder gespannt. Bekommen wir noch eine Chance? Da, er kommt. Die Raubvögel stoßen so schnell herab, dass man nur aus relativ großer Entfernung ein gutes Bild bekommt. Zoomt man zu stark heran, schießt nur ein blitzschneller Schatten durchs Bild. Unglaublich! Rolf hat den Adler in voller Schönheit erwischt. Beeindruckend, wie er seine Schwingen einsetzen kann, um punktgenau und in voller Fahrt das kleine Fischchen zu packen. Die Fotoserie ist eine Glanzparade. Der kleine Kamerad hier würde auch gerne unterm Eis fischen, findet aber keinen Eingang unter die Eisdecke. Während es für uns Menschen im Wind doch ziemlich kalt ist, macht das dem kleinen Kerlchen gar nichts aus. Es hat eine dicke Speckschicht, die es warm hält. Mit seinen wunderschönen schwarzen Kulleraugen sieht es so hilflos aus. Schon ein paar Minuten später ist es durch eine Spalte ins Wasser getaucht. Als erfahrener Tierfotograf kennt Rolf die Lieblingsplätze der Robben im Winter sehr gut. Und so gelingen ihm solche wunderschönen Aufnahmen. Bilder bewirken und sagen viel mehr als Worte. Ich möchte mit meinen Fotobänden zeigen, wie schön hier in Nova Scotia die Natur ist und was für beeindruckende, stolze Tiere wir hier haben und dass wir das behüten und bewahren müssen. Dasselbe gilt für die Indianer und die indianische Kultur. Ich hoffe, dass ich mit diesen Büchern die Menschen erreichen kann. Ich will ihnen diese Schönheit zeigen und dadurch Liebe und Respekt für die ursprüngliche Natur, die Indianer wecken. Ich möchte die Menschen und die Natur wieder zusammenbringen. Und ich möchte wahre Freundschaft und ein respektvolles Miteinander mit den Indianern. Dafür habe ich auch diesen kleinen Verlag gegründet. Und natürlich macht es mir auch viel Freude, auf diese Weise meine Fotos und die indianische Kunstsammlung mit Interessierten auf der ganzen Welt zu teilen. Ich arbeite mit vielen indianischen Künstlern zusammen. Für sie hat jedes Tier eine ganz besondere mythologische Bedeutung und eine wichtige Rolle in der Welt der Indianer. Ich freue mich und empfinde das als Ehre, dass unsere indianischen Künstler oft nach meinen Tierfotografien ihre Bilder malen. Rolf und Jay Bell haben jetzt zusammen ein neues Kunstprojekt gestartet. Sie verschmelzen ihre Bilder zu gemeinsamen Arbeiten. Jay Bell sucht sich Fotos von Rolf aus, die ihn inspirieren und fügt sie mit seiner Malerei zu einem neuen Bild zusammen. Auf diese Weise zeigen sie uns eine ganz neue Sicht der Welt aus beiden Blickwinkeln. Die indianische Welt und die des deutschen Zuwanderers ergänzen sich zu einer neuen, liebevollen Sicht auf die Dinge. Weißt du, Michael, ich bin in den letzten 30 Jahren mit diesem Land immer mehr verwachsen und natürlich auch mit den Tieren und der wunderschönen Natur. Dieses Land, die Natur, die Tiere, die Indianer, wir sind alle eins und wir müssen alle respektvoll miteinander umgehen.